Die A8 München Richtung Salzburg, Freitagnachmittag. Die Autobahnpolizei Holzkirchen hält Ausschau nach Wohnwagen, die auffällig tief auf der Straße liegen. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit? Ja. Wer will schon im Urlaub auf Gewohntes verzichten, dachten sich diese wohl überladenen Campingfreunde aus Holland und müssen mit zur Dienststelle. Als erstes wird das Gespann samt Insassen auf einer speziellen Schwerlastwaage gewogen. Wo kommen Sie gerade her? Sonst aus dem Urlaub wahrscheinlich jetzt zurückgekommen, ja. Oder? Wo waren Sie? War es schön? Kroatien. Kroatien. Ja, schönes Wetter. Gut. Schönes Wetter. Was das geschulte Auge schon vermutete, bestätigt der Blick auf die Gewichtsanzeige. Wir haben jetzt ein Gesamtgewicht von 4.580 Kilo. Man geht jetzt einmal grob davor aus, 2.000 für einen Anhänger, grob geschätzt, und dann nochmal vielleicht 2,1 fürs Fahrzeug. Also waren wir 400 Kilo drüber, jetzt mal so über den Daumen gepeilt. Muss man schauen, wenn man dann wirklich zum Ergebnis kommt. Oft ist das Gewicht des Anhängers das Problem. Deshalb wollen die Beamten im zweiten Schritt den Wohnwagen alleine wiegen. Anhand der Fahrzeugpapiere wird schnell klar, was das Problem ist. Der Anhänger hat jetzt summa summarum 1.540 Kilo, haben die auf 1.350. Ja. Sind also summa summarum 13,6% Überladung. Die Kilos müssen runter, sonst dürfen die Holländer nicht nach Hause fahren. Doch bringen zwei Zelte schon Erleichterung? 1,5 von denen, das hilft uns immer noch nichts. Gegenstand für Gegenstand zieht vom Wohnwagen in den Pkw um. Leider ohne nennenswerte Ergebnisse. Nun ist echte Detektivarbeit gefordert. Haben Sie viel Geschirr dabei, viele Töpfe, viele Pfannen, irgendwas, was? Ja, alles Leichtgewicht, alles Plastik. Ja, der Wassertank ist der leer? Haben wir gar nicht. Sie haben keinen? Nee. Nach ergebnisloser Gewichtsfahndung wird klar, die Familie hat sich vom Verkäufer einen zu schweren Anhänger andrehen lassen. Ich glaube eher, dass die Einbauten das Ganze so schwer machen. Ja. Sie sollten immer, wenn Sie sich einen Wohnanhänger kaufen, den einmal nackt, ohne dass Sie an der Zeit schon mal reingerammt haben, also ja. Besteck, Töpfe etc., mal auf die Waage stellen, damit Sie ungefähr wissen, wo bin ich und was darf ich wirklich zuladen. Zügig unterwegs sind derweil die Männer in ihren amerikanischen Kisten. Geil! Für Martin, Abteilungsleiter bei einem großen Antennenhersteller, ist die Krise weit weg. Griechenland, die was halt dann mit 58 in Renten gingen oder halt so und so viel Urlaubstag haben und das alles, das, wir arbeiten bis 67 oder wahrscheinlich noch länger und deswegen können wir uns auch sowas einmal leisten. Kumpel Robert fährt im echten Leben einen Audi. Er ist der Einzige mit Rennstreckenerfahrung. Also das ist ja wirklich gigantisch, oder? Was ist gigantisch? Das Abzug von diesem Auto. Das ist eine Gagarin, das Auto, das ist eine Waffe. Auf dem Campingplatz Bärensee steigt die Temperatur an diesem Wochenende auf über 32 Grad. Platzwart Kimmel auf dem Weg zu Familie Gärtner. Ein Nachbar hatte die Familie bei Kimmel angeschwärzt. Es geht um Rasenschnitt, der auf die Straße verbracht wurde. Servus. Servus. Mit Rennseite. Ich habe mal eine Frage. Wenn ihr Gras mäht, schmeißt ihr das auf den Weg dahin? Das mache ich, damit da das Staub nicht so kommt, wenn es trocken ist. Das möchte ich nicht. Servus. Dann lassen wir das. Bitte nicht mehr im Wäldchen schmeißen, vorne in den Grünabfall. Ja, das ist wir sind gern bereit, ein bisschen Sprit zu bringen, wenn der Pfütze sein soll. Das war eine Idee. Das ist nicht das Problem. Aber das stinkt ja mit der Zeit. Die Krise ist auch bei den Dauercampern angekommen. Mehrere Lauben werden am Nachmittag zwangsversteigert. Die Besitzer konnten die Pacht nicht mehr bezahlen. Es handelt sich hier um den Platz 121, 88,5 Quadratmeter. Wohnbereich, Schlafraum, Küche und Bad. Wir haben ein Mindestgebot von 275 Euro. Wer bietet 275 Euro? Ich. Sie bieten 275 Euro. Weitere Gebote? Ja, ich. 300. 300? 300 sind geboten. Wer bietet mehr? 360. 360. 370. 370 sind geboten. Das war's. 370 sind geboten. Weitere Gebote? 370 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Sie haben den Zuschlag. Gut. Für die anderen, wir gehen jetzt weiter zum Platz 306 und treffen uns dann da gleich.
Der neue Besitzer ersteigert alles, was auf dem Grundstück gebaut ist, samt Inneneinrichtung. Das Grundstück selbst muss er dann vom Eigentümer, also von der Stadt, pachten. Je nach Lage und Größe werden 100 bis 150 Euro fällig. Dann kommt die Laube auf Parzelle 306 unter den Hammer. Die Vorbesitzer hatten sich irgendwann einfach nicht mehr gemeldet, ließen alles stehen und liegen. Stefanie Übe hat Interesse, wenn auch nicht grenzenlos. Alles top in Ordnung eigentlich. Außen sieht es top aus, innen auch gut. Ja, schön. Haben Sie was Bestimmtes erwartet? Ich habe gedacht, es wäre schlechter. Wäre im schlechteren Zustand. Dass vielleicht Wasser schade war oder. Und was erwarten Sie jetzt gleich für die Versteigerung? Hoffentlich, dass es nicht so hoch geht. Doch das Geld sitzt längst nicht mehr so locker wie früher. Das Mindestgebot lautet 500 Euro. Mindestgebot 500 Euro. Wer bietet 500 Euro? Sie bieten 500 Euro. Weitere Gebote? Wird ein weiteres Gebot abgegeben? Kein weiteres Gebot? Dann erteile ich Zuschlag zum ersten, zum zweiten und zum dritten. So, die Familie klatscht. Sehr schön. Bezahlt wird bar und sofort. Gut, dass es so schnell vorbeigegangen ist. Und was haben Sie jetzt vor hier? Das weiß ich noch nicht so genau. Mal schauen. Alles so richtig in die Ecken reingucken und dann wird alles geplant. Zurück bei der Autobahnpolizei in Holzkirchen. Noch immer räumen die Holländer ihr Reisegepäck hin und her. Der Wohnwagen will einfach nicht leichter werden. Dann endlich Sonne am Horizont. So. Jetzt haben wir es. Haben wir uns unter die 10%-Grenze gekämpft, Herr Erpin, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, ist gut. Aber lassen Sie noch mal winken, damit Sie wirken, welches tatsächliche Gewicht da drin ist in diesem Ende einer Urlaubsfahrt. Mit leergeräumtem Wohnwagen, dafür aber gut gefülltem Pkw, geht es für die holländischen Camper von Bayern aus zurück in die Ebene. Neben Urlaubern hat die Holzkirchener Streife vor allem den Lkw-Verkehr im Visier. Wer am Steuer eines Lasters die Regeln nicht einhält, wird erstmal aus dem Verkehr gezogen, wie der Fahrer dieses spanischen 40-Tonners. Er ist uns aufgefallen, weil er im Überholverbot überholt hat. Die Zugmaschine, das ist immer so ein Anzeichen dafür, die ist unglaublich dreckig. Und das, gerade bei einem zuführenden Kühler, weist es darauf hin, dass der Herr sehr viel fährt und sich nicht unbedingt an seine Lenk- und Ruhezeiten hält. Fahrerkarte? Karte? Ja. Auf der Chipkarte werden die Lenk- und Ruhezeiten gespeichert. Die Polizei kann diese dann am Computer auslesen. Nur die Ruhe, danke schön. Seit 14 Jahren arbeitet der gebürtige Rumäne in Spanien. Damals lockte ihn die aufstrebende spanische Wirtschaft. Heute steckt das Euroland tief in der Krise. Der Kartencheck offenbart, der Mann ist seit 12 Tagen ununterbrochen auf Achse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48 Stunden Pause. Das kannst du. Doch. Schlafen, okay? Okay. 24 Stunden. Sabado. Aber da? 10 Stunden nur geschlafen. Zu viel gefahren. Zu wenig geschlafen, okay? Ein gefährliches Vergehen, das die Polizei gerade in Zeiten der Krise vermehrt beobachtet. Die Firmen üben mächtig Druck auf die Fahrer aus. Man verdient nicht mehr so gut und ich muss immer einen Monat am Stück draußen sein, weil es im Süden kaum noch Arbeit gibt. Ich habe einen Sohn und eine Frau. Die muss ich ernähren. Für das illegale Überholmanöver hat er eine Ausrede parat. So lässt sich das Bußgeld noch ein wenig drücken. Mama, Augen zu, okay? Glaube ich dir? Danke. Weil das kostet zu viel, da ist wurscht. Dann sind wir irgendwo bei 400. Ein schwacher Trost für den übermüdeten Fahrer. Die Firma wird das erstmal zahlen, mir das aber dann in Rechnung stellen. Am Ende geben sie immer dem einfachen Arbeiter die Schuld. Musik
Nach 12 Kilometern Strandkontrolle, Dutzender erwischter Fahrradfahrer und einer Campräumung geht es nach 8 Stunden für den Strandvogt in den Feierabend. Ab jetzt übernimmt ein privater Sicherheitsdienst. Ja gut, wie sieht's aus mit Hunde? Hunde hast du nur hinten welche, ab 28 bis hoch 36. In den Bereichen und vorne auf 1 sowieso. Wenn es Nacht wird in Warnemünde, dann droht Gefahr durch den gemeinen Strandgriller. Für die Männer der Baltic Security ist die Bedrohungslage allerdings überschaubar. Ihre Erfolgsquote beim Aufspüren verdächtiger Grillplätze liegt bei nahezu 100%. Wir sind ja verantwortlich für den Strandabschnitt bis hoch zum Leuchtturm. Und so wie das aussieht, ist da hinten gerade ein Feuer am Laufen. Und das ist verboten hier? Ist verboten. Die Strandsatzung gibt das nicht her. Feuer nur an diesen Stellen, die hier ausgewiesen sind. Auch in dieser Nacht schlagen Jens und Andreas zu. Die Jugendlichen aus Hamburg haben keine Chance. Die Beweisstücke liegen noch auf dem Grill. Hi, guten Abend. Wir bräuchten mal die Sondernutzungserlaubnis für das Grillen im Strandbereich hier. Ja, den haben wir wirklich nicht. Nicht da? Also, ich habe keine Grillgenehmigung, aber wenn die wollen, kann ich den Grill auch sofort wieder ausmachen. Und dann haben wir das auch hier in Deutschland. In diesem Bereich ist das nicht erlaubt. Okay, wusste ich nicht. Tut mir leid, kommt nicht mehr nochmal vor. Ich mache es dann aus, sofort wie möglich. Das wäre ein Beitrag dazu. Was sagen Sie dazu, dass es verboten ist? Ja, traurig, aber anscheinend wahr. Wussten Sie das? Nein, tut mir leid, wusste ich nicht. Ich will jetzt nicht auf meiner Decke haben. Boah, Grillabend made in Germany. Kann ich alles drauf, das kriege ich nicht wieder. Zurück im ehemaligen Stasi-Bunker in Südthüringen. Am Abend steht Waffenkunde auf dem Programm. Die Kalaschnikow muss fachkundig zerlegt werden für einen möglichen Einsatz gegen den Klassenfeind. Schluss raus. Die majorische Städtensituation zur Decke. Ja. Fernschreiben vom Bundesminister. Fernschreiben. Alarmbereitschaft herstellen, erhöhte Wachsamkeit durch Wach- und Sicherungskräfte. Den Anweisungen des Ministers Mielke ist unverzüglich Folge zu leisten. Alle nach oben, verstärkte Objektsicherung. Eindringling festgestellt im Objekt. Und schon ist er da, der Ernstfall. Doch das feindliche Subjekt wird überwältigt. Zugriff, festnehmen. Bravo! Wieder konnte der Arbeiter- und Bauernstaat vor einem Westagenten geschützt werden. Wir beendigen die heutige Ausbildung mit einem dreifachen militärischen Hip-Hip. Hua! Hip-Hip! Hua! Hip-Hip! Hua! Gut. Wenn ich nach Hause komme, wie Sie schon sagten, wird ja jeder sagen, ja, ich war in Ägypten, ich war in Italien, ich war in Spanien, sonst was. Aber ich dann sage, weißt du, wo ich war? Ich war in einem Bunker. Und da gehen die Uhren wahrscheinlich doch mehr auf als... Italien kennt fast jeder heutzutage, Italien kennt jeder und weiß gar nicht, aber das kennt ja noch nicht jeder. Und das ist dann schon mal erzählenswert. Kurz nach 7 Uhr am nächsten Morgen. Morgen, Genossen! Aufstehen, Nachtruhe beenden! In 5 Minuten raustreten zum Frühsport! Deutlich unausgeschlafen müssen die 4 nun antreten zum Morgenappell. Gruppenführer, übernehmen Sie die Einheit. Rechts um. Wo sollen wir hin? Im Laufschritt. Oh, das ist reicht. Jetzt darf der Gast die Gäste schinden. Und der Rentner erinnert sich, wie schön es früher war. Wollen die halt? Reihe aufstellen. Links um. Und Liegestütze, 5 Stück, jeder. Eins, 2, 4, 5 und aufstehen. Hat mir Spaß gemacht, jetzt mal wieder andere mal so zu jagen, ohne mitzumachen. So, die Einheit abrücken zum Stab. Nach 16 Stunden Militärhotel ist wieder Sommer 2012. Die Bunkerbesatzung darf bleiben. Es geht alles seinen sozialistischen Gang.